Für alle, die es interessiert, die Industriestraße ist wieder geöffnet. Man kann jetzt wieder durchs Butzinger Tal nach Birkenfeld fahren. Ja, ich bin gerade in Butzingen, laufe in die Stadt. Entschuldigung. Ich bin mal wieder an der Westtangente, Ausfahrt Arlinger Tunnel. Da wird wieder gearbeitet oder immer noch gearbeitet. Hier treffen sich gerade ziemlich viele Leute auf den Parkplätzen rund um dieses Gebäude. Ich vermute, da ist heute irgendein Vorgang oder irgendwas passiert dort. Vielleicht ein Richtfest. Ich habe keine Ahnung. Es könnte sein. Mal sehen, was ich in der Zeitung darüber lese. Da hinter mir. Lauter Anzugträger. Na, nicht nur lauter, aber einige. Da passiert irgendwas gerade. Autos aus Böblingen, aus Pforzheim, überall her. Ich bin jetzt in Butzingen am Bahnhof und laufe weiter in die Stadt. Ich habe dort wieder ein Date. Und mal sehen, was ich noch alles zu sehen bekomme unterwegs. Ich laufe hier gerade am Bahngleis entlang. Man hört's. Unter mir liegen die Kabel vermutlich in dieser Rinne.
Da ist der Protzinger Bahnhof und links die Container für die Baustelle, nehme ich an, auf der anderen Straßenseite, die große. Noch habe ich Glück, bis jetzt hat mich noch kein Regen erwischt. Aber ihr seht ja am Himmel, es sieht ziemlich danach aus. Obwohl es heute laut Wetterbericht, im einen Wetterbericht steht, nur bewölkt sein soll, im anderen Wetterbericht steht vereinzelte Schauer. Ein paar Tropfen haben mich schon erwischt, aber das war nicht tragisch. So, jetzt habe ich die Hälfte der Strecke geschafft am Protzinger Bahnhof. Jetzt muss ich noch in die Innenstadt laufen. Aber das geht auch ganz gut. Da kommt gerade die Kulturbahn. Die fährt nach Horb. Es ist Freitagmittag, 15 Uhr. Sind wohl alle schon ins Wochenende. Hier wurde gestern noch der Spritzbeton entfernt. Ich zeige euch das geschwind. Aber da unten tut sich nichts mehr heute. Alles ruhig hier auf der Baustelle. Ein paar Stunden bin ich da unten gelaufen, habe nach oben gefilmt. Jetzt ist niemand mehr da. Die Baustelle ist im Wochenende, so wie es aussieht. Man sieht niemand mehr arbeiten. Alles verlassen. Gut, dann gehe ich jetzt auch ins Wochenende. Hier hat man schon begonnen, weiter abzugraben. Da kommt ja dann die Straße vom Tunnel direkt her. Gehe ich mal davon aus.